Weißt du, wohin? Er wusste immer, wohin, dieser Karel Gott. Ganz nach oben, in den Hitparaden. Die hat der 1939 geborene Tscheche ab den 1970er Jahren regelmäßig erobert. Und längst nicht nur im Osten. Ja, der gelernte Elektromechaniker kam um die ganze Welt, wurde selbst in Las Vegas als Sinatra des Ostens gefeiert. Während er in Tschechien auch rockige Töne anschlug, war die goldene Stimme aus Prag hierzulande auf Schlager und Insekten festgelegt. Wenn man sagt, das ist der die Biene Maya singt, ja, dann wird man identifiziert nur mit einem Lied. Und das ist das, was natürlich mich immer so ein bisschen enttäuscht. Enttäuscht war auch die tschechische Opposition, die in den 70er Jahren vergeblich auf seine Unterstützung wartete. Karel Gotts Popularität hat es angesichts von 50 Millionen verkauften Tonträgern offensichtlich nicht geschadet. Ja, das ist eine Bilanz, die wirklich nicht so täglich zu sehen ist. Und da bin ich so dankbar den Fans. Karel Gotts letzter Erfolg, ein Duett mit seiner 13-jährigen Tochter Charlotte. Ihr verspricht er im Titel Herzen erlöschen. Ich werde bei dir sein. Es ist der vielleicht größte Moment seines Lebens. Herbst 2018. Karel Gott wird in Tschechien zum Star des Jahrhunderts gekrönt. Der Mann, eine Legende. Der Sinatra des Ostens, die goldene Stimme aus Prag, der Liebling des Publikums. Wenn es euch nicht gäbe, hätte ich nur zu Hause im Badezimmer singen können, bedankt er sich bei seinen Fans. 1939 wird Karel Gotta, so sein bürgerlicher Name, in Pilsen geboren. In den 50er Jahren will es mit der Karriere noch nicht so richtig losgehen. Doch Karel Gott gibt nicht auf. Er tritt in Prager Jazzcafés auf und singt sich in die tschechischen Herzen. Später erobern seine Lieder auch die deutschen Ohren. Und eine Biene summt dazu die Erfolgsmelodie. Natürlich, wenn man sagt, das ist der die Biene Maya singt, ja, dann wird man identifiziert nur mit einem Lied. Und das ist das, was natürlich mich immer so ein bisschen enttäuscht. Schwiegermütter und Töchter bringt er gleichermaßen ins Schwärmen, Regimekritiker dagegen auf die Palme. Denn Karel Gott ist alles andere als ein Widerstandskämpfer. Er unterzeichnet die Antikarta, mit der die sozialistischen Machthaber ihr hartes Vorgehen gegen Systemgegner rechtfertigen. Seinen Kritikern entgegnet er später: Ich bin stolz, dass ich da geblieben bin und dass ich die Nerven nicht verloren habe. Und die Leute wissen ganz genau, dass das für sie viel wichtiger ist als emigrieren und dann kommen so als großer Held. Ein Held wollte er nicht sein, einfach nur ein Sänger. Schätzungen zufolge soll Gott mindestens 30 Millionen Platten verkauft haben. Ein echter Schlagergott eben, der wie nur wenige Künstler im Osten und Westen Deutschlands zum Superstar wird. Wenn auch einige Lieder in der DDR tabu bleiben. Sie haben gesagt, wissen Sie, Herr Gott, einmal um die ganze Welt und Taschen voller Geld wäre bei uns in der DDR nicht taktvoll. Mit fast 70 Jahren heiratet Karel Gott die 37 Jahre jüngere Ivana, bekommt mit ihr zwei Töchter. Angst vor dem Tod hat er übrigens nie gehabt. Ich hatte ein grandioses Leben, hat Karel Gott einmal gesagt. Und wer wollte das bestreiten? Ja, und wir schalten zu unserem Korrespondenten Danko Handrik nach Prag. Wie sehr überschattet der Tod von Karel Gott denn heute das Bild in der Stadt, Danko? Ja, man muss schon sagen, selbst das Wetter hat sich hier der Stimmungslage auch angepasst. Es ist das Thema hier in Tschechien. Fernsehsender haben ihr Programm unterbrochen und blicken zurück auf das Leben von Karel Gott. Alle Hörfunkstationen berichten darüber. Es ist das Thema, aber man bemerkt auch immer wieder, dass viele es noch gar nicht mitbekommen haben, diese Meldung vom Tod von Karel Gott. Die kam ja so um 10:30 Uhr hier dann in den Hörfunksendern und Fernsehsendern
an. Seitdem berichten sie, aber viele haben es eben noch nicht gehört. Gerade eben fragte hier ein älterer Mann, was wir denn hier drehen, was denn in Tschechien wieder los sei. Wir meinten, Karel Gott sei gestorben. Daraufhin brach er in Tränen aus. Also die Trauer hier in Tschechien, sie ist schon sehr groß. Tja. Die Fans weltweit trauern. Wo können sie denn ihre Anteilnahme zeigen und Blumen niederlegen? Naja, also ein Geburtsort von Karel Gott in Pilsen, da ist schon Trauerbeflaggung am Rathaus. Und auch hier in Prag, da pilgern schon sehr viele zum Haus von Karel Gott im Stadtteil Smíchov. Wir sind hier gerade im Stadtteil Vinohrady, das ist auf der anderen Moldau-Seite. Aber da rund um das Haus von Karel Gott, da werden schon Kerzen angezündet, Blumen niedergelegt. Und man kann damit rechnen, dass da am späten Nachmittag sehr, sehr viele Tschechen hinpilgern werden, um sich so auch von Karel Gott zu verabschieden. Sie haben ihn ja vor 2 Monaten zu seinem 80. Geburtstag das letzte Mal gesehen. Wie wirkte er damals auf Sie? Ja, er wirkte eigentlich total optimistisch. Wir haben auch über seine Krankheit dann gar nicht mehr gesprochen, obwohl da auch ihm schon bekannt war, dass er wieder akute Leukämie bekommen hat, dass er eben den Krebs noch nicht besiegt hat. Er hat aber nicht über die Krankheit gesprochen, sondern über seine Ziele gesprochen. Er meinte, er wolle unbedingt in den nächsten Wochen wieder auf die Bühne, plante wieder weitere Konzerte und gab sich total zuversichtlich und hat im Interview dann auch gesagt, nein, die Fans sollen mir sagen, wann Schluss sein soll, wann ich nicht mehr auf die Bühne kommen soll. Also er war da vor 2 Monaten voller Zuversicht. Die Gedanken sind ja jetzt bei seiner Familie, den beiden Mädchen und seiner Frau. Ist denn bekannt, wann die Trauerfeierlichkeiten stattfinden werden? Nein, das wird jetzt erst geplant. Was klar ist, das tschechische Kabinett, also die tschechische Regierung, die kommt um 16 Uhr hier zu einer Sondersitzung wegen des Todes von Karel Gott zusammen, um eben zu planen, wie das dann aussehen könnte, das Begräbnis. Man plant hier in Tschechien ein Staatsbegräbnis auf der Prager Burg. So viel ist jetzt schon klar. Vielen Dank, Danko Handrik in Prag. Dankeschön. Erst vor wenigen Monaten veröffentlicht Karel Gott gemeinsam mit seiner Tochter Charlotte Ella dieses Duett. Binnen kurzer Zeit haben es schon knapp 15 Millionen Menschen auf YouTube angesehen. Ein weiterer, ganz besonderer Moment seines Lebens wird ihm im vergangenen Herbst zuteil. Karel Gott wird in seiner Heimat Tschechien zum Star des Jahrhunderts gekrönt. Der Mann eine Legende, der Sinatra des Ostens, die goldene Nachtigall, der Liebling des Publikums. Wenn es euch nicht gäbe, hätte ich nur zu Hause im Bad singen können, bedankt er sich bei seinen Fans. 1939 wird Karel Gotter, so sein bürgerlicher Name, in Pilsen geboren. In den 50er Jahren will es mit der Karriere noch nicht so richtig losgehen. Doch die goldene Stimme aus Prag gibt nicht auf. Er tritt in Jazzcafés auf und singt sich in die tschechischen Herzen. Später erobern seine Lieder auch die deutschen Ohren. Und eine Biene summt dazu die Erfolgsmelodie. Natürlich, wenn man sagt, das ist der die Biene Maya singt, ja, dann wird man identifiziert nur mit einem Lied. Und das ist das, was natürlich mich immer so ein bisschen enttäuscht. Schwiegermütter und Töchter bringt er gleichermaßen ins Schwärmen. Geschätzte 50 Millionen Tonträger verkauft Gott weltweit. Ein Held wollte er nie sein, einfach nur Sänger. Ein echter Schlagergott eben, der wie nur wenige im Osten und Westen Deutschlands zum Superstar wird, wenn auch einige Lieder in der DDR tabu bleiben. Sie haben gesagt, wissen Sie, Herr Gott, einmal um die ganze Welt und Taschen voller Geld wäre bei uns in der DDR nicht taktvoll. Das Repertoire des Tenors dabei fast einzigartig. Neben dem Schlager bietet er die ganze Palette. Jazz, Rock, später sogar gemeinsam mit Rapper Bushido ein Duett. Auch seiner heimlichen Leidenschaft der Schauspielerei geht er trotz vorheriger Krebserkrankung weiter nach. Im tschechischen Märchenfilm Das Geheimnis des zweiköpfigen Drachens, der beim MDR Deutschland Premiere feierte, spielt er an der Seite seiner beiden Töchter, einen Hufschmied. Auch der Titelsong ist eine neue Vater-Kinder-Produktion.
Erst mit fast 70 Jahren hat er übrigens die Liebe seines Lebens, die 37 Jahre jüngere Ivana, geheiratet. Dann habe ich gesagt, komm, wir fliegen nach Vegas und da werden wir uns in romantische Kirche des Westens, da wo Elvis, das war eine romantische Hochzeit, ganz einfach. Das Duett mit Tochter Charlotte Ella, schließlich ein letztes großes Highlight einer unvergleichlichen Karriere. Angst vor dem Tod hatte Karel Gott übrigens nie. Wenn mein Stern schon lange nicht existiert, das Licht wird sie immer begleiten. Und sie findet das traurig. Ich nicht. Das gehört zum Leben. Sie findet das nur ein bisschen zu früh drüber zu singen. Aber wenn ich nicht mehr lebe, kann ich das nicht singen. Ich hatte ein grandioses Leben, hat Karel Gott einmal gesagt. Und wer wollte das bestreiten? Mit 80 Jahren ist die goldene Stimme aus Prag nun verstummt.